Straßen dienen nicht nur dem Verkehr. Straßen wie die Reichsautobahnen erfreuen auch durch ihre Schönheit die Menschen, die aus ihrem Alltag heraus in der Natur Erholung suchen. Man soll daher diese Straßen nicht nur befahren, sondern sie auch genießen. Auf einigen Strecken der Reichsautobahn zählte man an manchen Sonntagen 15.000 bis 18.000 Autos. Und während der Pfingstfeiertage waren sogar eine 500.000 Fahrzeuge unterwegs. Die Reichsautobahnen sind in ihren Anlagen und in ihren Bauwerken so großartig, dass es immer wieder lohnt, sich auch als Beschauer an ihren technischen und kulturellen Meisterwerken zu erfreuen. Der Bau der Reichsautobahnen erfordert den Einsatz modernster technischer Mittel. Moore werden gesprengt, gewaltige Brücken werden errichtet. Aber die höchste Leistung vollbringt der deutsche Arbeiter durch den selbstlosen und freudigen Einsatz seiner Arbeitskraft. Thank you.
Tag und Nacht schaffen die Arbeiter an den Straßen des Führers, die nicht nur dem Vergnügungsreisenden Möglichkeit zur Erholung bieten, sondern auch lebenswichtige Verkehrsadern sind. Hunderte von Fernlastzügen sind täglich unterwegs. Ihre Fahrer haben einen schweren und verantwortungsvollen Beruf. Daher wird für sie in ganz besonderem Maße gesorgt. Die neuen, modern eingerichteten Rasthöfe bieten diesen Kapitänen der Landstraße Erholung und Hilfe, sodass auch ihnen das Fahren auf den Straßen Adolf Hitlers immer mehr zur Freude wird. Herr Littler, können wir ein Zimmer haben? Jawohl. Dann melden Sie bitte ein Telefongespräch nach Benrath am Rhein, 267 an. Und sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn der Anruf kommt, ja? Ja. Dankeschön. Bitte. Doppelte Portion, was? Hallo, Benrath. Einen Augenblick, bitte. Ich verbinde weiter. Ja, Herr König, hier ist Hoffmann. Wir können hier in Magdeburg noch 20 Tonnen nach Köln mitnehmen und sind dann morgen Abend zu Hause. Ja? Ja, ist recht. Heil Hitler. Jupp, mach's Licht aus. Mit Nacht. Ja, gleich. Thank you.